Ja, Freunde, das Scannen von Negativen mit jeglicher Art von Scanner ist heute unser Thema und in diesem Sinne willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie gesagt, es geht heute um das Endprodukt unseres Negativs und zwar, wenn wir mit einem Mittelformatfilm, zum Beispiel oder mit einem Kleinbildfilm, wenn wir den verschossen haben und haben den dann entwickelt, wie in meinem anderen Video gezeigt, dann wollen wir ja mit diesen Negativen irgendwas machen. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir belichten die Bilder aus auf Fotopapier, so wie es hier hinten an der Wand bei mir hängt, in der Dunkelkammer. Wer das nicht machen will, weil es ihm einfach zu viel Arbeit ist oder wer einen Überblick nur haben will über die Fotos, wie sie geworden sind, der kann mit einem Scanner diese Negative digitalisieren. Und zwar gibt es jetzt da verschiedene Möglichkeiten. Wir machen das heute mit einem Epson V800 Pro. Firma Epson, ein sogenannter Flachbettscanner mit Durchlichteinheit. Das heißt, das Negativ wird in eine spezielle Schalung, in einen Rahmen eingespannt, dass der Fokus genau passt und dass man ja hier praktisch nicht schief einlegen kann und wird dann von oben und unten beschienen. Also dieses CCD fährt hier dann drüber in einer vordefinierten Geschwindigkeit, je nach Auflösung, die man hier einstellt und tastet unser Bild ab. Und zur Hilfe, dass es das wirklich hoch aufgelöst machen kann, wird von oben mit dieser sogenannten Durchlichteinheit, die hier mitfährt, nochmal zusätzlich mit durchgeschienen. Das ist einmal der häufigste und am meisten verwendete Scanner, die sogenannten Flachbettscanner. Dann gibt es noch im Profibereich Trommelscanner. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, denn ich denke mal, sowas hat niemand. Und dann gibt es noch eine dritte, sage ich jetzt einmal, Hauptkategorie. Das sind, so wie man es von diesen USB-Scannern kennt, wo man die Negative einzeln über eine sogenannte Bildbühne führt und die dann mit einem speziellen CCD als Fotoaufnahme sozusagen fotografiert und digital verarbeitet werden. So, und ohne dass du mich jetzt gleich in den Kommentaren lynchen wirst, eine Allgemeinheit sei zu sagen, die meisten der in der Consumer Ecke angebotenen Scanner, Flachbettscanner, Ablichtscanner, die sind meistens wirklich Schrott. Ja, also die mangelnde Auflösung, die angegeben ist, wird sowieso überhaupt nicht erreicht. Wir reden hier von Angaben von zum Teil 9600 dpi. Vergesst es einfach. Also Messwerte sind da irgendwo, wenn man 2000 dpi erreicht, sogar bei so hochwertigen Flachbettscannern wie dem Epson V800, schon wirklich eine Traumvorstellung. Ja. Kategorisiert euch irgendwo ein bei 1500 dpi bei dieser Consumer-Ware, dann ist man wahrscheinlich beim Zehntel der Angabe und das ist schon wirklich gut. Aber ich möchte natürlich meine Aussage eigentlich gleich wieder revidieren, weil wo bewegst du dich? Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ein Scanner, Canoscan 9000 Mark II zum Beispiel, ist ein super Scanner, wenn man den nur für Internet hernimmt. Ja? Weil man darf nie vergessen, du scannst ein hochaufgelöstes Negativ ab, bearbeitest es vielleicht noch so, wie du es in der Dunkelkammer machen würdest und dann lädst du es bei Instagram hoch und alles wird runterskaliert. Was ich damit sagen will, bei Nutzung ausschließlich für Online-Präsentation tun es diese günstigen Scanner auch. Ich verlinke unten zum Beispiel auf den kleinen Bruder hier, auf den Epson V600 Foto beziehungsweise auf diesen gerade schon erwähnten Canoscan 9000 Mark II. Eine kleine Anmerkung noch, es gibt in München eine Firma, die Firma Scandic. Von der kommt auch dieser Scanner und die Firma Scandic hat sich zur Aufgabe gemacht, Negativ- bzw. Dia-Scanner genau unter die Lupe zu nehmen. Ich verlinke unten auf die Adresse der Firma Scandic www.filmscanner.de und der hat wirklich für jedes auf dem Markt befindliche Projekt ein super gutes Testergebnis bzw. wirklich, die schauen ganz genau nach. Also die machen hier nicht nur irgendwelche 100% Ansichten, sondern die arbeiten wirklich mit Testcharts. Also hier bitte einmal schauen, wer vorhat sich einen Filmscanner zu kaufen, es soll hier heute bei mir keine Kaufempfehlung sein, es sind nur allgemeine Sachen, der schaut bitte am besten bei dieser Firma und wird da dann auch mit den Messergebnissen fündig. So, wir fangen jetzt an. Hier sind die Negative vom letzten Video übrigens und ich sag nochmal ein bisschen was dazu und wir scannen die mal miteinander. Um unsere Filmstreifen gut scannen zu können, brauchen wir ein paar Utensilien. Einen Blasebalg für den Staub, dann die richtige Schablone zum Einlegen des Negativs im Scanner, Negative bzw. Dias und dann noch einen Mac oder PC und selbstverständlich den Scanner. In meinem Fall ein Epson V800 Foto.
ja, unseren passenden Rahmen für das Negativ klappen wir dann auf. Meistens haben die irgendwie so einen eigenen Mechanismus, bei Epson geht das relativ gut, und dann abblasen. Und hier sind wir schon beim ersten wichtigen Punkt, Sauberkeit. Denn nur eine Staubfluse, die ich nicht rausstempeln muss, ist eine gute Staubfluse. Das Negativ legen wir dann ein, und zwar nicht wie beim Scanner beschrieben in der Anleitung mit der Schichtseite, also ist die matte Seite, nach oben, sondern mit der Schichtseite Richtung Scan-Element. Und zwar ist es genau andersrum, als uns die Scanner-Hersteller erzählen wollen. Ja? Und zwar das folgende Hintergrund: Ich muss nicht erst durchscannen, sondern habe die schärfste und beste Abbildung, die mir so ein Flachbettscanner geben kann. Dann legen wir das Negativ ein, das sind immer irgendwelche Begrenzungsmarkierungen hier, dass es nicht verrutschen kann. Zuklappen und verriegeln, geht auch bei jedem Hersteller ein bisschen anders, und dann nochmal kräftig alles hier richtig schön entstauben. Die verschiedenen Scanner haben dann verschiedene Markierungen, bei Epson sind es hier diese beiden Pfeile, und die sind als Gegenmarkierung auch auf dem Negativrahmen mit drauf. Auch die Aufsichtsfläche bitte unbedingt nochmal richtig gut entstauben und abblasen. Hier nochmal die Markierungen aufeinander und fertig. Noch eine Kleinigkeit hier zum gezeigten Epson-System: Mit diesen Schiebern kann man die Höhe und somit den Fokuspunkt der Negativeinlage zum Scan-Element nochmal feinjustieren. Ja, nun am Computer treffen wir nur noch ein paar letzte kleine Vorbereitungen. Wir machen die mitgelieferte Software Epson Scan in meinem Fall hier auf. Und wenn das Programm fertig geladen ist, sehen wir dann die ganz normale Scanmaske. Es gibt hier oben mehrere Modi. Bei Epson betrifft das jetzt hier einen professionellen Modus, einen vollautomatischen und einen Standardmodus. Wir bleiben immer im professionellen Modus. Hier kann man nochmal eine Voreinstellung seiner getätigten Präferenzen abspeichern. Die Vorlagenart ist hier Film mit Filmhalter, Schwarz-Weiß, Positivfilm oder Farbnegativfilm. Wir haben Schwarz-Weiß-Negative. Dann kann man hier noch eine Scan-Tiefe einstellen, 8-Bit-Graustufen, 16-Bit-Graustufen. Die Auflösung je nach Belieben. Ich weiß von meinem Scanner, dass er hier praktisch irgendwo bei 3200 die optimale Auflösung dann zeigt. Die Zielgröße könnte man noch genau definieren. Ich mache das nie, weil ich einfach immer die Zielgröße so lasse, wie das Original ist. Ich schalte alle Verbesserungen ab. Das ist so mein Workflow. Ich mag es nicht, wenn meine Negative hier noch irgendwie künstlich verbessert werden mit irgendwelchen Hintergrundbeleuchtungskorrekturen, Staubentfernung und dergleichen. Das mache ich, wenn ich das will, alles vorher. Vorschau einmal scannen. Ja, in 99,9% aller Fälle wird hier das Scanprogramm automatisch das Bild beschneiden und die einzelnen Frames auswählen. Wir haben die Möglichkeit, die jetzt grob vorzubearbeiten, wenn man das will. Ich mache das nur sehr ungern, aber ich zeige es hier kurz. Man kann einzeln auswählen und dann ab- und anwählen, oder man klickt oben auf Alle, dann sind alle erkannten Bilder ausgewählt. Hier kann man das zum Beispiel spiegeln, wie wir das brauchen, weil wir die Schichtseite ja nach unten hatten. Und dann kann ich für jedes Bild einzeln praktisch auswählen, was ich für Korrekturen vornehmen will. Hier ein bestes Beispiel, eine Gradationskurve. Man kann automatisch das machen lassen, macht das so oder so. Dann kann man hier, das wie ich das jetzt hier mache, verstellen oder oben eine Voreinstellung wählen. Es gibt so Beispiele wie hoher Kontrast, abdunkeln, aufhellen. Also das sind hier so normale klassische Voreinstellungen. Wir scannen dieses Bild mal mit hoher Kontrast. Ja, wie gesagt, man hat noch die zweite Möglichkeit, eine Tonwertkorrektur hier vorzunehmen. Auch da sehen wir wieder analog auf der anderen Seite, was das Bild dann im Endeffekt für Auswirkungen haben wird und wie es dann ungefähr aussieht. Das Ganze wird dann bestätigt. Ich kann das für jedes Bild einzeln nochmals machen. Wir lassen das jetzt hier so, wie es ist, und klicken einfach auf Scannen. Es öffnet sich dann nochmal ein finales Fenster, in dem wir der Datei einen Namen geben können. Hier die Datei als Typ auswählen. Ich nehme immer TIFF, und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Macintosh, Windows kann man hier noch auswählen oder die Komprimierung. Ich mache keine Komprimierung, in meinem Fall natürlich Mac. Ja, den Speicherort kann man auch noch bestimmen. Bei mir ist es der Schreibtisch.
das war's. Einfach auf OK und schon geht der Scanvorgang los. Das CTD-Element mit der darüberliegenden Durchlichteinheit, wie man hier schön sieht, fährt dann über unsere Negative drüber und tastet alles Stück für Stück ab. Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, sind die fertigen Bilder schon am gewählten Speicherort, kann man dann nacheinander anschauen und sich daran freuen bzw. sie weiter bearbeiten in Photoshop oder Lightroom. In diesem Sinne, macht es gut, viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß beim Scannen der Negative, Abo bitte nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Danke, dein Flo, Servus.